So, jetzt kommt schon das nächste. Aha, also diesmal ist es tatsächlich so, wie ich das jetzt bei den Gutzelinnen hier dachte, dass man jetzt einen Hinweis finden muss. Also man musste bei Gutzelinnen anscheinend keinen Hinweis finden, sondern einfach den nur finden. Aber hier ist es so, dass ihr steht oder suche selbst nach einer anderen Möglichkeit. Ja, die Belagerung ist zu einem Gemetzel ausgeartet. Nur ein Befehl von Graf Odo kann den Kampf und weiteres Blutvergießen beenden. Wir sollen Nolwenn, die Schmugglerin, die einen Weg in den Palast kennt, finden. Ja, gut. Oder nach einer anderen Möglichkeit suchen. Das ist halt so die große Preisfrage. So, wir schauen einfach mal an. Das war auf jeden Fall die Quest, die Belagerung von Paris. Genau. Und wir spielen auch jetzt gleich, würde ich sagen. Ist ja alles hier, geht ja eins nach dem anderen über. Spielen auch jetzt gleich der Graf von Paris, Kapitel 3. Eva muss sich beeilen, um mit Graf Odo zu sprechen, ehe die Mauern des Palastes fallen und die Menschen im Inneren abgeschlachtet werden. Ja. Gut, da gibt es erstmal Fertigkeitspunkte, das ist auch schön. Kennt einen geheimen Weg in den Süden oder findet einen anderen Weg. Ja, na gut, ist jetzt natürlich ein bisschen so eine Frage, wie wir jetzt hier vorgehen. Machen erstmal hier ein paar Leute kalt. Ich hab Nullwinden gehört. Ach hier, okay. Die ist hier oben. Schmugglerin, zuletzt sah ich dich in den Tunnel. Das war bevor dein Heer angefangen hat, die Stadt zu brandschatzen. Das Gemetzel ist nicht mein Werk. Ich will es beenden. Noch habt ihr nicht gewonnen. Charles marschiert nach Paris mit seinen Panzerreitern. Götter, sein Heer kommt. Man sagt, sie seien nah und reiten schnell. Noch ein Grund mehr, mich zu beeilen und das hier zu beenden. Ich brauche einen geheimen Weg in Odos Palast. Ich kenne einen Weg. Aber da schleicht eine Truppe Franken herum. Zeig ihn mir. Bei meiner Ehre, ich versichere, dass Toka und ich, wir wollen das alles nicht. Gut, ich zeige dir den Weg. Dann schauen wir mal, ob wir da noch eine Einigung erzwingen können. Nee, einigen können, ich glaube es fast schon nicht. Aber okay, wir sind noch guter Dinge. Ja, jetzt wartet sie, weil ich natürlich den Weg nach unten gegangen bin. Ja, und jetzt geht sie runter. Das ist eine Frechheit. Das ist eine kleine Verarsche von dir. Ja, na gut, wir nehmen jetzt das mit Nullman. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. So, was nehmen wir denn? Werden wir alle sterben. Die Waffe hält sich. Warum sind die so stark hier? Halte die Augen offen! Die Hölle wartet! Gott verdammt! Schnell jetzt, Eva! Ab in die Dunkelheit! Das ist mein Lieblingsplatz. Ab in die Dunkelheit. Das ist doch bestimmt wieder ein Weg, den wir schon mal gegangen sind. Das hätten wir also auch wahrscheinlich wissen können. Dieser Tunnel bringt dich direkt in den Palast. Ach. Danke, Nolwenn. Und du? Ich rette von meinen Gütern, was ich kann und fliehe durch den anderen Tunnel. Leb wohl, Eivor. Komm du auch sicher an dein Ziel. Ja, tschüss, Sikorski. Vielen Dank. Eine feine Auswahl nordischer Waffen und fränkischer Waren. Nolwenn hat wohl für beide Seiten geschmuggelt. Hier wird es jetzt zum dritten, vierten Mal erklärt, wegen den Rattenhorden. Also das weiß man ja jetzt mittlerweile. Wenn man schon das Spiel schon fast vorbei ist hier. Also es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn man das noch nicht weiß. So, okay. Also hier geht es auf jeden Fall noch rein.
Aber das ist jetzt nicht, das ist wirklich tatsächlich nicht so wie bei den anderen Sachen, die wir schon gemacht haben. Schleichen, sagt er. Hier sind sau viele Wachen. Lästige Dienstmagd. Hauptmann, ein Verrückter, spukt in den Tunnel unter dem Palais und stört unsere Patrouillen. Wir glauben, sie versteckt dort unten etwas. Diese Frau ist eine der Palastmägde. Wirst du jemanden schicken, um mehr über sie herauszufinden? Die Magd kann in den östlichen Gärten gefunden werden, wenn sie Pause macht. Ebert. So, aha, okay. Also hier gibt es doch anscheinend Hinweise, in denen du Nebenziele ja, auf den Kompass ansteuerst. Alles klar. Also hier gibt es doch Hinweise. Wir müssen die jetzt nur alle so ein bisschen anschauen. Also eine Magd in den östlichen Gärten hat etwas zu verbergen. So, dann hauen wir jetzt mal hier schnell ab. Bevor die uns sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt relevant ist. Aber es wäre halt wahrscheinlich besser, wenn wir einfach versteckt bleiben. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ja. Das würde ich auch mal an deiner Stelle. So. Hier gibt es noch ein paar Leute. Mal ein bisschen heimlich hier. Die haben uns irgendwie schon gesehen gerade. Ich versuche jetzt mal schnell hier nach oben zu kommen. Mit meinem Arsch. Jetzt muss uns eine Magd retten. Die ist hier irgendwo. Du ausgerechnet an diesen Tag an die Fleischeslust denken. Vielleicht sterben wir heute. Soll ich in meinen letzten Minuten den Boden putzen? Das ist auch cool. Oh Gott, erbarme sich deiner Seele, Albreda. So durch die Hintertür zu schleichen. Wenn ich dieser liebestollen Magd folge, komme ich sicher in den Palast. Das ist mega cool. Die, ja, die hat's nötig. Sag ich jetzt mal. Ah ja. Von hier unten geht's weiter, alles klar. Gut. Boah, das ruckelt ja manchmal. Das ist echt krass. Also performance-technisch geht's hier teilweise wirklich so sehr in die Knie hier. Den gerade heute nur aufhalten. Wer bist du und was machst du hier? Bist du aus einer Zelle? Diese Tunnel dürften direkt unter den Palast führen. Mein Liebster kommt gleich und sperrt dich weg. Okay. Das kann er machen. Ich glaube, er ist nicht manns genug, mich wegzusperren. So, was haben wir denn hier? Vielen Dank für den Weg. Was haben wir denn da? Hüter meines Herzens, mein lieber Kerkermeister. Dem Hüter meines Herzens, unsere gemeinsamen Momente haben mein eingesperrtes Sehnsüchte entfesselt. Ich weiß, du und deine Wachen müssen die Zellen bewachen und das Palais beschützen. Aber ich habe so ein Verlangen, dich wiederzusehen. Bitte lass uns noch ein Stelldichein haben, bevor die Heiden uns alle verbrennen. Triff mich in unserem Liebesnest für dich in Flammen, Albreda. Ganz toll. Kann man hier eine Truhe. Ne? Der Kerkermeister hat nach dieser Nachricht wohl den Schlüssel mitgenommen. Aha. Befehle an den Kerkermeister. Guter Herr, Odo befehlt dir, nach oben zu gehen und die Fenster zu vernageln. Ich habe die unterirdischen Tunnel zum anderen Flügel bereits verschlossen. Bewache diesen Schlüssel gut und möge Gott uns alle retten, Henriette. Also, der Kerkermeister ist im Palast und einen Schlüssel hat er zu den unterirdischen Zellen. Denn hier geht es nicht weiter. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Jetzt, da ich im Palast bin, brauche ich jemanden, der mich zu Udo führt. So, der hat da auf jeden Fall einen Schlüssel, der da hinten. Das sehe ich zumindest von hier aus. Mit Odins Sicht.
Hier ist kein Schwein, okay. Ah ja, doch, der da. Scheiße. Ich weiß nicht, wie man die jetzt am besten tötet. Vielleicht mit der Rattenplage wieder. Rattenplagen, bitte kommen. Ja, die machen sie jetzt schön kalt. Also die Rattenplage auf Stufe 2 ist schon auf jeden Fall sehr sinnvoll. So, ich glaube, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder runter, oder? Müssen wir vielleicht noch hoch? Nein, geht nicht. Vermute ich einfach mal. Obwohl, doch, hier geht's ja nach oben. Hm. Wieder Leute. Kann ich ja wieder meine tolle Fähigkeit machen. Ratinus Maximus Fressimus Schmeckimus Menschimus. Ja, schön. Alles aufessen. Genau. Hier sind noch ein paar eingesperrte, aber ich glaube, die können wir nicht befreien. Die haben keine Schlösser. So. Oh, shit. Ich war niemand. Du hast mich nicht gesehen. So. Ganz schön hier. Unterirdisch. Der Palast. Oh Herrin, warum sich der Graf deiner nicht widmet, ich werde es nie verstehen. Die Mutter seiner Kinder, unglaublich. So ein Starrkopf, dieser Odo. Und dieser erbärmliche Walter von Zenz, zu betrunken, um die letzte Ölung zu geben. Es ist ein Hohn. So, also in der Küche sollen Hinweise sein. Ich frage mich, ob hier gerade Wachen sind. Ich glaube, die sind ein bisschen außerhalb gerade. Ja, dann lesen wir mal. Ein feines Mahl, Bedienstete. Dunkle Tage liegen vor uns, aber mit Gottes Hilfe werden wir sie überstehen. Lasst uns alle unseren Teil in der kommenden Schlacht tun. Und wenn das bedeutet, das feinste Mahl zu backen, das Graf Odo und Gräfin Theodorade je gekostet haben, dann ist es das, was wir tun werden. Lasst uns mit guter Arbeit und bester Handwerkskunst unsere Wertschätzung für ihre gerechte Herrschaft und ihr gottgefälliges Leben zeigen. Henriette. Oh, hier gibt's noch jemanden zum Quasseln? Ist dieses Essen für Graf Odo? Nein, für Theodorade, seine Gattin. Sie ist dem Tode nah. Und wer bist du in dieser Aufmachung? Ein friesischer Heiler. Was fehlt dir damit denn? Sie half verwundeten Soldaten vor den Mauern und wurde von einem Pfeil in den Bauch getroffen. Überrede diesen wertlosen Priester Walter, ihr die letzte Ölung zu geben, wenn du kannst. Er ist oben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Die Leute vertrauen aber auch ein, ne? Das ist so dumm. Odos Priester Walter bedrängt sich oberhalb der Küche, ne? Das klingt doch toll. Herrliches Festmahl. Meine Bediensteten, danke für das wunderbare Festmahl mit der köstlichen Überraschung. Keiner von uns hat 24 Amseln in eine gebackene Torte erwartet. Der Ausdruck auf Odos Gesicht, als die lebenden Vögel aus der Pastetenkruste flogen, war spektakulär. Was für eine dekade Überraschung für den Grafen. Ich hoffe jedoch, die Vögel werden aus dem Palast gejagt und verschmutzen nicht das Mobiliar. Vielen Dank nochmal für das denkwürdige Mahl. Theodorade. Was denn das für eine Scheiße? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, kann man jetzt hier durch? Ja. Da kommen einfach gleich Wachen. Da müssen wir aufpassen. Vielleicht machen wir das wieder mit diesen Rattenfähigkeit-Bums-Dings. Dafür haben wir ja die Scheiße da, glaube ich. Oh nein, Tür verlassen bitte. Ohne Tür off kann ich nicht arbeiten. Ich wollte das mit den Ratten machen. Ihr sollt nicht zu mir kommen.
nichts ist mehr hier Verlass. Ruhe jetzt. Ich hoffe, du gibst jetzt Ruhe. Dein Genick ist schon mal durch. Oh. Ey. Dankeschön. Oh, shit. Ich mach die Tür auf und da steht gleich einer. Scheiße, die kommen rein. Ratten der Macht. Vereinigt euch. Fresset die Scheiße auf. Ja. Der kann ja noch... der kann ja noch machen hier. Frechheit. Oh shit, ich glaube, hier kommen jetzt einige. Ich hole jetzt einige Ratten der Macht. Er stirbt. Stirbt. Ich bin der wahre Rattenkönig. So, jetzt. Jetzt sind wir wieder still und vorsichtig. Ach ja, hier hinten scheint irgendwas zu sein. Oder auch vorn. Auf jeden Fall hier. Amselplage. Geschätzter Hausmeister, ich bebe vor Wut. Diese teuflische Amsel kacken auf unsere Gäste. Klettere auf die Sparren und brenne ihre Nester aus. Die Äste und Zweige sind deutlich zu sehen. Warum um Himmels Willen haben wir lebende Amsel in der Königstorte gesteckt? Ah ja, jetzt ist es ein bisschen eskaliert wahrscheinlich mit der Torte. Okay. Da scheint noch ein weiterer Brief zu sein. Ausdruck von Dankbarkeit. Treue Henriette. Wenn seine Frau hier ist, könnte sie wissen, wo er ist. Hab Dank für die köstliche, für dieses köstliche Mahl. Und was noch wichtiger ist, danke für deine jahrelangen treuen Dienste. Zweifelsohne hast du dir eine himmlische Belohnung verdient. Leider ruft die Schlacht, während meine geliebte Frau noch immer unbeaufsichtigt ist. Bitte sorge dafür, dass Walter von Sens sie in diesen dunklen Stunden tröstet und ihr, wenn nötig, die letzte Ölung erteilt, Graf Odo. So, ja, wir sollten ja eigentlich die letzte Ölung machen, ne? So war das ja irgendwie nicht abgemacht. Tür ist verschlossen, hier können wir nicht rein. Und hier ist noch ein Brief. Walters Benehmen. Henriette, Graf Odos Priester Walter hat sich schon wieder in einen Vollrausch gesoffen. Es ist schändlich. Und beängstigend, schädlich auch. Er geht in die Küche, um mehr Wein zu holen. Bitte fang ihn ab und hilf ihm, seine Würde vor Gott wiederherzustellen. Juliette. Also, die schreiben sehr viel hier, ne? Vor allen Dingen in den... Hier sind noch mehr Wachen. Ich muss mit Bedacht vorgehen. Was, wie mehr Wachen? Wir sprechen mal mit denen hier. Moin. Verzeihung, werte Herren. Wo dürfte wohl Graf Odo zu finden sein? Graf Odo? Wen kümmert der denn? Wo ist unser guter Freund Walter von Zenz? Warum? Wer ist Walter von Zenz? Ein großer Krieger? Walter? Ein Krieger? Nein, er ist Odos Familienpriester. Er fleht Odo an, uns mehr Wein zu geben. Wir wollen sturzbetrunken sein, wenn die Nordleute hier reinstürmen. Odos Priester könnte mich zu Odo führen. Doch dafür muss ich an den Wachen vorbei zum Dienstbotenflügel. Wow, also jetzt haben wir ja schon eine riesige Liste hier. Odos Gattin Theodal ist verschwunden, verwundet und ruht sich im großen Schlafgemach aus. Betrinkt sie oberhalb der Küche. Könnte im Dienstbotenflügel sein. Vielleicht gibt es einen Weg, an den Wachen vorbeizukommen. Also, ja, wir haben viele Informationen. Aber es ist ja auch hier wahrscheinlich eines der letzten Sachen. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen mehr tun, wahrscheinlich. Hier ist auf jeden Fall die Tür zu. Sie wurde wohl verriegelt. Ist alles zu. Also auf jeden Fall zeigt es das da an hier, ne? Dass man hier irgendwie, genau. Vielleicht, also, ja, wir suchen mal nach einem Weg. Vielleicht kann man auch durchs Fenster und irgendwie da lang, aber ich gehe jetzt einfach mal hier nach unten. Vielleicht ist das gar nicht so krass. Oder vielleicht doch.
Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Okay. Vielleicht müssen wir doch durchs offene Fenster. Oder gibt es hier noch was, was ich nicht gesehen habe? Ah ja, doch, hier gibt es ja wieder einen unterirdischen Gang. Aber kam er nicht von hier, oder? Doch, das war... Wir sind doch von hier gekommen, oder? Ja, klar. Also, das wäre jetzt Quatsch, wenn wir jetzt wieder zurückgehen würden, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, wir gehen mal hier jetzt ins offene Fenster raus. Ist schon verdächtig, dass es hier so offen ist. Und wir müssen ja da irgendwo, irgendwie da reinkommen, ne? Zu diesen Dingen, was wir ja gesehen haben. Aber ja, das ist eine gute Frage jetzt hier. Was freischießen wird, das auch nichts werden. Obwohl, kann man dann da vielleicht die Tür machen? Nee, na. Das geht ja nicht. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Straucheln, weil ich überhaupt gar nicht weiß, was wir jetzt machen. Hier ist auch so eine Tür. Warte mal kurz. Odus Priester Walter bedrängt sich oberhalb der Kirche. Also Walter, die könnte im Dienstbotenflügel sein. So, und jetzt haben wir hier diesen Ort bekommen. So, wie kommen wir denn jetzt da rein? Also wir waren ja schon in diesen... Oh, scheiße. Hat uns jemand entdeckt schon. Uiuiui. Hier gibt es einen Haufen Wachen. Wieder vielleicht reingehen? Hier heult auf jeden Fall jemand. Ich glaube, es bringt nichts, wenn ich jetzt hier aufschieße hier. Ich kann ja auch nichts machen, glaube ich. Oder kann ich ja irgendwas freischießen? Nein. Doch, hier. Doch, 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 doch. Ich kann ja irgendwas freischießen. Es war kurz rot. Aber es geht nicht. Ich meine, wenn man hier natürlich eine Tür freischießen könnte, könnte man natürlich dann wieder rein und versuchen... Ja, vielleicht müssen wir da noch einen besseren Winkel haben. Aber hier, der Winkel wird immer krasser. Ich weiß nicht, ob das hier der offizielle Weg ist, aber ich glaube es fast nicht, weil wir den Zugang durch ein Fenster haben. Nee, das kann nicht normal sein. Ich glaube es auch nicht. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Scheiße! Wie kommen wir sonst rein? Das ruckelt ja manchmal echt ziemlich hart. Ich mache hier alle Fenster kaputt. Aber es wäre schon mega geil, wenn ich jetzt von hier oben einfach mal die Tür aufknacken würde. Aber es leuchtet ja schon rot, aber es ist die Wand davor. Es ist die blöde Wand davor, ich glaub's nicht. Nee, also es muss wirklich noch einen schöneren Weg geben. Irgendwo muss es doch noch geil sein. Ich muss mich in Acht nehmen. Wir müssen ja hier rein. Wir
machen bestimmt eine völlig sinnlose Sache jetzt hier. Hier leuchtet irgendwas. Vielleicht geht's ja von hier aus. Scheiße. Nee, das geht nicht. Aber das ist doch kacke. Ach ja. Hey, Moment. Du bist tot. Geil, wie die Wachen einfach überhaupt keine Animation haben. Michael Jackson-Move hier. Das ist der Moonwalk hier, so ein halber. Ah, ich schau mal hier, und der bewegt sich auch so. Och ja, ich gehe jetzt einfach mal ein Blumenbild, genau. Mit der Nase richtig schön gegen die Wand. Der einzige Normale hier, da ist das, freut mich. So, ich glaube, er ist tot, oder? Hallo? Ja. Du bist tot. Und du hier? Sehr geil. Assassin's Creed Bacala. 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 Assassin's Creed Bacala. Ach, scheiße, ey. Okay, also, das war schon witzig jetzt, die kleine Exkursion, aber es ist irgendwie nicht das, wo wir eigentlich weiterkommen, befürchte ich. Ich raff das einfach nicht. Oh, und wie das ruckelt, ne? Wahnsinn. Hey! Das war's für dich. Oh, das ruckelt. Also jetzt hat meine PlayStation 5 Grad hier so richtig am Tun. Also das war jetzt kein Stream-Problem. Das war definitiv, ich hab's ja live vor Augen. Es war die PlayStation 5. Also zumindest das Spiel an sich. Alter Schwede, das ist echt böse. Das ist so krass leckt. Boah. Ist ja richtig unheimlich. Eindeutig. Ja, hätte man da noch ein bisschen arbeiten müssen. So, jetzt weiß ich gar nicht mal, wie wir hier reingekommen sind. Durch den ganzen Spaß jetzt. Dich. Du sündhafter, böser Mensch. Ich habe meine heiligen Speere, die dich durchspießen werden. Ich glaube, wir haben den Weg des der Logik verlassen. Wir hätten nicht den Pfad. Und guck mal, der steht auch so, ne? Noch da so, naja. Okay. Es ist Krieg, aber naja. Guck mal, den kann man auch in eine Falle stellen. Also wenn jetzt jemand hier vorbeigeht, der hat auf den eine Falle. Ich glaube, er soll eigentlich tot sein. Er ist aber nicht tot, wie wir ja offensichtlich sehen. Zumindest von Animation her. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, wo lang und wie lang und warum so lang und ja. Alter, also hier scheint es wirklich so eine Leckecke zu geben. Frame Drop Ecke. Ja, was macht man jetzt hier? Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Ich weiß, dass der dort hinten ist beim Dienstbotenflügel, aber das macht uns ja jetzt nichts. So, jetzt sind wir hier wieder hier drinnen, ne? Da, wo wir waren. So, ich habe den Weg gerade reingefunden hier. So,
Hier können wir nicht weiter. Ja? Das ist logisch. Das geht nicht. Ja, Schlüssel und blablabla. So, runter geht's ja auch nicht. Das haben wir ja auch schon versucht, ne? Shit. Sind hier wieder Wachen? Wo kommt ihr denn her? So, hier ist auf jeden Fall die Küche. Also irgendwie raffe ich das gerade überhaupt nicht. Vielleicht für ein Festmahl könnte nützlich sein. Okay, also wir brauchten diesen besonderen Wein, alles klar. Aber wo oder was können wir jetzt eigentlich mit dem besonderen Wein jetzt machen? Gehen erstmal hier wieder zurück. Als betrunkener Priester zu sterben, was für eine Schande Gottes. Ich verzeih, Vater. Wo ist Graf Odo? Oh, Odo? Sein törichter Stolz bringt uns noch alle um. Ja, aber wo ist er? Wer bist du nochmal? Ohne noch mehr Wein kann ich nichts sagen. Mein Gedächtnis ist ganz vernebelt. Hier ist dein Wein. Fällt dir jetzt wieder ein, wo Graf Odo ist? Wein? Süßer, teurer Wein. Das Wasser des Lebens. Das Blut Christi. Das feurige Phlegma der Welt. Es ist nur Rotwein, mehr nicht. Du kannst ihn haben. Oh, der Himmel hat meine Gebete erhört. Jetzt kann ich sterben. Bevor du stirbst, wo ist Graf Odo? Odo? Ich weiß es nicht. Doch sein Weib liegt verwundet in ihrem Schlafzimmer. Sie könnte es wissen. Im Obergeschoss, entlang des Hauptganges. Hier, der Schlüssel. Die Tür ist verschlossen. Danke. Ich sollte in Odos Schlafgemach. Ja, das war ja auch eigentlich so der Sinn. Die heulen mir alle hier viel zu sehr. Unvollendetes Tagebuch. Ich bin erstaunt und kaum in der Lage, die Dinge zu beschreiben, deren Zeuge ich wurde. Ich muss es so einfach aufschreiben, wie ich kann, damit jene, die nach diesem schrecklichen Tag kommen, wissen, dass es noch einen Gott im Himmel gibt. Wir sahen von der Stadtmauer aus, wie die Angreifer die Brücke in Brand steckten. Die Erde stöhnte, als ein dunkler Dunst den Himmel und die Wolken verdeckte. Der tapfere Ebel, was habe ich jetzt gemacht, nahm seine Axt im Namen Gottes und stellte sich allein gegen die Horde. Er fiel, getroffen von einer grausamen nordischen Klinge, und Paris fiel mit ihm. Die Wachen auf den Türmen weinten jung und alt, schluchzten und schrien auf. Mütter rissen sich das Haar aus. Einige Frauen entblößten von der Trauer, übermannt ihre Brüste und schlugen mit ihren Fäusten auf sie ein. Andere zerkratzten sich die Wangen, sodass Blut und Tränen sich mischten. Plötzlich erhob sich überall dem Einzelnen eine einzelne Stimme. Hab Gnade, heiliger Gemein, mit unser glücklichen, glücklosen Kindern, nicht glücklich. Für einen Moment herrschte Stille, als würde der Himmel selbst angestrengt lauschen. Dann verfielen alle in ein Chor der Wehklage. An den Wellen hallte der Name Germain wieder. Die Wachen und die Edelleute, die sie befehligten, brüllten. Die ganze Stadt war vom Echo erfüllt und das Volk rief mit einer Stimme: O Germain, erhöre uns, hilf uns, deinen standfesten Dienern. Ach, dieses Rumgeheule hier. Also wir hätten hier gar nicht hier diesen Exkurs rausmachen müssen, aber das habt ihr jetzt bestimmt mitbekommen. Aber naja, gut. Passt schon. Oh du, mein Herz, bist du es? Nein, du bist zu groß. Bist du der Priester? Mein Licht wird schwach. Ich sehe nur noch Umrisse. Vater, wirst du mir die Beichte abnehmen?
So, natürlich machen wir die Charisma-Antwort. Also wenn es eine gibt. Ich bin nicht der Priester oder ich muss mit Odo reden. Ja, ich bin der Priester. Jetzt geht's los. Ja, ich bin der Priester, werte Dame. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Hochmütig zog ich ohne Rüstung in die Schlacht und dachte, der Herr würde mich schützen. Jetzt liege ich im Sterben und werde meine lieben Kinder nie wiedersehen. Wo sind sie, Vater? Sind sie sicher? Sie sind in Sicherheit bei einem guten Mann. Walter von Sens, sei unbesorgt. Danke. Aber Vater, bitte, wirst du eine Nachricht überbringen von einer sterbenden Frau an ihren geliebten Gatten? Das werde ich. Was soll ich Graf Odo ausrichten? Dass er ein guter Mann ist. Dass er leben muss. Für unsere Kinder. Für Paris. Für das Frankenreich. Er darf nicht für den irren König sterben. Ich verspreche, ich werde es ausrichten, werte Dame. Wo finde ich deinen Mann? Eingeschlossen in seinem Heiligtum. Seinem Heiligtum? Den Flur hinunter, am anderen Ende der Halle. Mein Mann hofft immer noch, dass Charles kommt und die Stadt rettet. Eingeschlossen, sagst du? In seiner Schreibstube ist ein Schlüssel. Nimm ihn. Hilf meinem Mann. Wie immer du kannst. Der Tod holt mich zu sich. Langsam und lautlos. Wie ein abendlicher Schatten. Die Lieder so schwer. Mutter, wo bist du? Leb wohl, werte Dame. Naja, haben wir die nochmal zum Schluss schön verarscht. So, stelle Graf Odo von Paris zur Rede. Also wir sind ja so gut wie jetzt ran, würde ich sagen. Denn wir haben ja jetzt diesen Schlüssel. Was würde unser Tod nützen, mein Herr? Dein Weib liegt im Sterben. Geh zu ihr. Deine Pflicht als Ehemann. Meine Pflicht ist hier. Wenn Charles und sein Herr kommen, werden wir mit ihm kämpfen. Dann zermalmen wir die Heiden zwischen dem Hammer Charles und dem Amboss Paris. Geh, Walter. Steh meiner Gattin bei, so gut du kannst. Gott hat scheinbar ein anderes Schicksal für mich erwählt. Der Priester hat recht. Leg die Waffen nieder. Rette deine Stadt. Ist bei euch Nordleuten der Kampf nicht die beste Art zu sterben? Komm, trink ein Glas Wein mit einem Todgeweihten. Ich habe schon viele Krieger nach ihren Müttern rufen hören, als ihr Blut den Boden tränkte. Ich bin nicht mehr sicher, ob das die beste Art zu sterben ist. Deine Frau ist schwer verwundet. Ein Pfeil in den Bauch. Ich war bei ihr. Sie wird die Nacht nicht überstehen. Und ich die nächste Viertelstunde nicht. Sie sagte, du sollst stark sein für deine Kinder. Wirf dein Leben nicht für einen irren König davon. Sieh dir diese Glasmalereien an. Kostbar. Und zerbrechlich. Für jedes Einzelne brauchten die Künstler von Ebrokas Jahre. Meisterhafte Arbeit, das ist wohl wahr. Wir brachten sie zum Schutz hierher. In der Hoffnung, dass eure Horde sie hier nicht in Stücke schlagen würde. Du sagst, ich soll meine Stadt aufgeben?
meine Ehre begraben, den Rest meiner Tage in Siegfrieds Gefangenschaft verbringen? Was würdest du tun? Ich würde kämpfen. Und eines Tages werde ich mit der Klinge in der Hand sterben. So werde ich untergehen. Aber heute ist nicht dieser Tag. Und wenn ich dich zu Boden stoße und du blutend nach deiner Mutter rufst? Meine Mutter ist schon lange tot. Komm nur! Uiuiui! Blute für Paris! Geh los! Einer mit Schild und Schwert. Aber wenn man halt einmal durchkommt, dann kann man auch ordentlich Schaden machen. Die Ehre fordert, dass einer von uns stirbt. Scheiße. Der kann sich noch ein bisschen verteidigen. Aber wenn man einmal durchgekommen ist, dann sollte man auf jeden Fall mehrfach schlagen. Uiuiuiui. Das war's. Eine feine Klinge für einen feinen Krieger. Gut gekämpft, Odo. Aber nicht gut genug. Schenk mir einen schnellen Tod. Mach kein Spektakel aus meiner Niederlage. Das sind nicht Siegfrieds Hörner. Charles und sein Heer. Er kommt rechtzeitig, um die Stadt zu retten. Sie kämpfen nicht. Ich sehe die Fahne der Waffenruhe. Siegfried und Charles werden verhandeln. Ich muss dort sein. Ich muss gehört werden. Und ich auch. Doch ich bin dein Gefangener. Dann gebe ich dich frei. Auf dein Ehrenwort, die Waffenruhe zu halten. Danke, Eivor. So sei's. Jarl Siegfried, ich biete Silber als Geschenk, als Zeichen der Liebe und Freundschaft zwischen uns. Lass uns Frieden schließen. Silber für Waffenruhe? Keine Waffenruhe, sondern ein Pakt. Ich ernenne dich zum Grafen von Rodomo und du beugst das Knie vor deinem König. Ich beuge mich keinen Holzgöttern, geschweige denn Menschen. Dennoch werde ich mich beraten. Eivor, den Göttern sei Dank, du lebst. Und du auch, gut. Ich habe es in den Palast geschafft. Odo hätte die Stadt aufgegeben, aber... Aber Charles wedelte mit der Fahne der Waffenruhe. Tja, und du? Ich habe derweil mit meinen Tarnen den Bastardprinzen festgesetzt. Er ist in der Nähe. In Sicherheit. Eivor! Den Mutigen gehört wirklich die Welt. Den Glücklichen und den Mutigen. So sagt man, ja. Und Charles, er bietet uns einen Haufen Silber? Das tut er, in der Tat. Wir müssen nur davon segeln. Er bringt genug Schätze mit, um jeden Kriegstarn hier unfassbar reich zu machen. Jeden, der noch lebt. Unser Leben für Silber aufs Spiel zu setzen, das ist unsere Art. Nun, nehmen wir sein Angebot an? Bei Lokis blutigen Eiern ja. Und nenn ihn ruhig König, wenn es den alten Troll glücklich macht. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine wichtige Entscheidung ist. Nimm das Geld des Königs, man kann Charles nicht trauen.
Du führst dieses Heer. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, man kann Charles nicht trauen, weil wir wissen ja, dass der so ein bisschen eine gestörte Gestalt ist. Ich sag das mal so einfach. Ich kenne Charles besser als ihr. Er könnte uns in den Rücken fallen. Soll er doch. Und wenn er es versucht, nehme ich ihm sein Silber und seinen Thron. Wir kamen für Reichtum und Frieden für unseren Clan. Wir können nicht das ganze Frankenland erobern. Wir sind zu wenige. Charles, wir nehmen dein Geschenk an und gewähren im Gegenzug Frieden. Siegfried. Dieser Mann, Siegfried, schwört, mein treuer Freund zu sein und schützt fortan unsere Lande in Amiens und Rodomo. Gott Selin, ich bär, meine Frau sind gestorben bei dem Versuch, Paris vor diesen Flusspiraten zu retten. Und jetzt bietest du ihnen das Silber, das wir dir gaben, um uns zu beschützen? Bist du irre? Warte, das wissen wir schon. Lass mich lieber fragen, bist du ein Feigling oder ein Narr? Siegfried schwört, unsere Lande im Norden zu schützen. Wenn du mein Geburtsrecht weggibst, bist du nicht länger mein König! Graf Odor, ich habe dich im Kampf besiegt und dein Leben verschont. Ehre unsere Waffenruhe. Dieser Heide weiß mehr über Ehre als mein König. Heute war ein guter Tag. Aber langer Reden bin ich überdrüssig. Wir nehmen unser Silber und gehen. Ihr Franken könnt bleiben und euren Zwist fortsetzen. Halt! Eine letzte Sache. Eivor von Englerland. Bringe mir meinen Sohn, Prinz Bernhard. Oh, fuck it. Oh, ist das eine Scheiße. Also ich würde den Jungen nicht übergeben. Also ich würde es selber nicht machen, weil ich weiß, dass der so ein bisschen gestört ist und nee, sorry. Ich kann den Jungen niemandem wie dir überlassen. Es steht ihm frei zu gehen, wohin er will. Du widersetzt dich mir? Willst du Krieg, König? Ich nehme mir dein Silber und deine Eier. Brich nicht den Frieden wegen eines kleinen Jungen. Bernhard ist nicht irgendein Junge. Er ist mein einziger Sohn und Thronfolger. Was denn? Hast du vergessen, wie man Kinder zeugt? Das ist noch nicht vorbei, Eivor von Englerland. Ah, wir haben einen großen Sieg und einen großen Schatz errungen. Kommt, feiern wir! Ah, das mit den Jungen, da bin ich wirklich sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Keine Ahnung. Aber das lasse ich lieber. Das ist mir zu heiß. Morgen begraben die Franken ihre Toten und danken ihrem Gott, dass sie noch leben. Das sollten sie, denn Paris wurde heute kaum geküsst. Sollten wir diese Mauern erneut durchbrechen, fletschen wir die Zähne und beißen zu. Und sollte Charles es für billig halten, gegen uns das Schwert zu erheben, erinnern wir ihn an das Funkeln unserer Äxte. Er soll sich an den roten Dunst erinnern, an den Geschmack des Eisens. Erfreut euch am Festmahl! Wer mehr trinkt als ich, kriegt eine volle Tasche Silber. Skål! Skål!
Es scheint, es wäre der Frieden, aber irgendwie ist es noch nicht so richtig das Ende, oder? Das war die Quest, der Graf von Paris. Ja, ist komisch. Bisher, also noch kein zufriedenstellender Schluss. Ne? Es geht auch anscheinend hier noch ein bisschen weiter.